Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zu meinem aktuellen Map-Building-Projekt in Trackmania 2 Canyon. So, ja, in der letzten Folge hatte ich hier in der Luft jede Menge Blöcke gesetzt. Und zwar aus folgendem Grund, denn die Map heißt ja Unreal World, also quasi was Unreales ist, also was nicht wirklich ist. Und fliegende Blöcke gibt es nicht, also sind sie unwirklich, also soll eine Täuschung darstellen und quasi von der eigentlichen Strecke ablenken. Also quasi sind unreal, die Blöcke gibt es eigentlich nicht und deswegen Unreal World. Also ist jetzt meine These. Ja, ich hatte die Schatten neu berechnet, wie bereits verkündet. Speichern wäre nicht schlecht. Okay, Schatten haben wir berechnet. Okay, es passt ganz gut. Was mir gerade auffällt, ist Folgendes. Hier aus dem Tunnel leuchtet es nicht raus. Warum? Okay, gehen wir schnell in den Tunnelbaumodus. Kurve. Besser. So, jetzt leuchtet es hier. Jetzt muss ich ja Schatten neu berechnen, oder? Mal schnell während der Folge. Ups. Schatten brennen hoch, genau. Schatten werden berechnet. Direkt die Beleuchtung. 124 Lights. 324, genau. Da nur ein paar Sekunden. Mit einem guten Rechner, mit viel Arbeitsspeicher geht es. Schau mal, Arbeitsspeicherauslastung. Okay, sind es knapp 20%. Also das Spiel nutzt nicht die ganze Kapazität von den 32 GB, die ich habe. CPU auch 10%. Ja, läuft. Könnte theoretisch noch zweimal, dreimal Trackmania nebenbei starten. So, gleiches passiert. Jetzt haben wir gleich eine Minute vorbei. Ja, wird immer schneller. Ja, um zur Map wieder zu kommen. Ich werde sie jetzt nochmal testen. Schauen, ob sie jetzt so funktioniert vom Streckenverlauf her und von der Optik. Ob ich vielleicht noch ein paar Blöcke mit einbaue oder auch nicht. Oder vielleicht, ob ich irgendwelche Blöcke nochmal wegreiße. Dann, ja, werden wir die Schnappschusskamera machen. Map-Stil müssen wir noch bestimmen. Was gibt es sonst noch zu tun? Ja, vielleicht ein kleines Intro machen, wäre glaube ich nicht schlecht. Ja, wohl bei Short Maps eher ein bisschen untypisch. Das Podium werde ich auf jeden Fall noch machen. Komprimieren und speichern heißt jetzt okay. Ja, aber eins nach dem anderen. Okay, jetzt wollen wir nur speichern, auf Nummer sicher. Zack, 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 gespeichert und fahren wir die Strecke. Knapp an den Scheinwerfern vorbei. Okay, zu weit links. Ich hab's gewusst. Bisschen zu weit links. Man muss genau dahin springen, wo der Pfeil ihn zeigt. Wow. Okay, so geht's auch. Und ich fahre 23er Zeit. Okay, das war schlecht. Bisschen gleich nochmal. Okay, da wäre jetzt voll gegen die Säule gekracht. Hätte ich gar nicht gemerkt. Genau da, wo der Pfeil ist und okay, 20-3-3. Ich schätze mal, eine Klasse 20 wäre möglich. Was mich jetzt noch ein bisschen irritiert hat, ist Folgendes. Wenn man hier runterfährt,
Hier sind zu viele Säulen. Einmal hier vor dem Checkpoint ist eine, okay, die passt ja. Und einmal nach dem Checkpoint ist eine. Was habe ich da für einen Block unten drunter? Ah, das ist ein Leuchtblock, okay. Da muss ich was machen, dass die Säule, also die Säule, dass die Säule wegfällt. Und zwar setze ich einfach den Block, zack, hier drunter. Dann ist hier schon mal die Säule weg. Und man hat ja wieder freie Fahrt. Hier das Map by Loop Eraser, das Schild, das sieht man ja kaum. Das werde ich hier ändern, und zwar setze ich einfach so einen normalen Block dahin. Und Made by Loop Eraser mache ich statt Trackmania hin. Genau. Den Link habe ich wieder kopiert. Zack, eingefügt. Okay, passt. Ist ja auch erledigt. Jetzt müsste die Strecke eigentlich so passen. Auch hier die Leuchteffekte aus dem Tunnel raus. Richtig geil. Gefällt mir gut. Vielleicht hier im Hintergrund. Ja, das ist ein bisschen zu wenig. Weil ein bisschen mehr Beleuchtung da hinten haben wir in der Neck. Okay, schaut fast schon symmetrisch aus. Warum geht das nicht? Deswegen machen wir es so einfach. Und dann nochmal. Einfach daher. Mal schauen, ob das was bringt. Das bisschen heller wird in der Ecke. Hier, dass du ein bisschen tust, das passt sehr gut. Gefällt mir. Hier machen wir auch nochmal so einen Leuchtblock rein. Ja, vielleicht ein bisschen höher das Ganze. Geil. Passt schon. Und was mich jetzt noch gestört hat, ist folgendes. Hier am Start sieht man quasi, sieht man den Block. Und da meint man, der ist irgendwo verankert und den, das will ich nicht, das mache ich nur weg. Setzt dafür einfach so einen kurzen Block hin. Genau, passt so. Ja, nee. Lass mal so, wie es ist. Passt schon so. Das heißt, hier mal ganz schnell Schatten berechnen. Dann mache ich aber einen kurzen Cut. Das will ich euch nicht antun. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. Hi Leute, willkommen zurück. So, die Schatten sind jetzt neu berechnet worden. Ich würde die Map jetzt einfach halt mal speichern. Nicht vergessen. Und einfach die Map nochmal testen. Okay, schaut schon mal sehr gut aus. Boah, knapp vorbei. Jetzt hier ein bisschen weiter rechts rüberspringen. Ja, cool. Jawohl, 20-3-0. Okay, schauen wir die Map mal im Detail an. Da ist hier der Sprung runter. Man springt ja ganz knapp über die Bande rüber. Dann auch hier. Oh, knapp vorbei. Hier der Sprung runter. Boah, knapp am Gitter vorbei. Okay, hier den Drift ein bisschen weiter raustragen können. Aber sonst hängen voll gegen die Wand. Ah, hier oben der Block. Der Leuchtblock, das ist, welcher ist das? Das ist der da. Den werde ich vielleicht auch nochmal versetzen oder ganz wegmachen. Okay, jetzt sieht man hier einen Schatten noch, oder? Ne, sieht man nicht. Genau, das wäre hier. Okay, die Map so an sich ist ja eigentlich fertig und ja, könnte man veröffentlichen, aber ich will noch ein paar Sachen erledigen. Und zwar eine Schnappschusskamera. So, mal überlegen. Ich mache mal einen schönen Screenshot für den Schnappschusskamera. So vielleicht. Immer auf das Fenster achten.
so ungefähr. Okay, haben wir das auch. Map-Style, oder Map-Typ festlegen. Okay, Race, das passt ja. Ist eine Short Map. Dauert 20 Sekunden, also würde ich sagen, das ist eine Short Map. Oder ab welcher Zeit zählt es ab Short, für Short Map? Gute Frage, oder? Wenn ihr irgendwie Antworten habt, bitte in den Kommentaren schreiben, weil das wäre sehr interessant. Ich glaube, alles bis 30 Sekunden oder so zählt als Short Map. Aber egal, lassen wir es mal als Short Map. Passt. So, was haben wir noch alles? Musik habe ich keine, oder habe ich schon, aber will ich ja nicht einfügen. Brauchen wir nicht. Passwort halt brauchen wir auch nicht. Ja, Passwort brauchen wir schon, aber das mache ich dann später irgendwann mal, wenn man fertig ist. Okay, dann haben wir das schon mal. Bist du mal speichern. Genau, dann Intro. Im Spiel, das brauchen wir nicht. GPS brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Podium, das würde ich gerne als erstes machen. Und zwar Podium. Unser Podium steht hier. Deswegen würde ich einmal eine Kamerafahrt machen. Quasi hier. Hier so durch. Schaut, das geht. So, jetzt haben wir dieser Startpunkt quasi. Dann eigene Kamera. Und der Endpunkt ist dann Rückwärtsgang, Rückwärtsgang, Rückwärtsgang. Hier. Hier ist das Podium. Ups. Ah, nicht so schnell. Nicht so schnell. Oh, das passt sehr gut mit den fliegenden Blöcken im Hintergrund. Geil. Richtig geil. So gefällt mir das. So, vielleicht das Ganze ein bisschen schwenken. Ja? Also quasi rollen. Machen wir hier mal 10. Okay, wow, das ist zu viel. Eher in die andere Richtung, mal minus 5. Ah, vielleicht noch ein bisschen mehr. Minus 7. Minus 8. Ah, doch, vielleicht minus 10. Ja, passt so. Schauen wir mal die Kamerafahrt an. Quasi beginnt hier. Wow. Okay, viel zu schnell. Okay, wir müssen das Ganze ein bisschen strecken. Hier mit 3 Sekunden momentan. Machen 5 Sekunden draus. Okay. Kamerafahrt. Ah, schon wesentlich langsamer. Ah, geht hier durch einen Block durch. Also muss man quasi theoretisch ein bisschen weiter links rüber. Drehe ich mal in die Richtung. Aber zum Schluss sind wir es ein bisschen zu schnell. Okay. Jetzt habe ich hier einen Steuerpunkt, den kann ich einfügen. Ziehe ein bisschen in die Länge. Dadurch wird der Abstand auch schneller, langsamer. Okay, das sehen wir hier. Wenn ich jetzt auf Start drücke. Aber ein bisschen langsamer, okay. Vielleicht noch ein bisschen. Machen wir es auf 8 Sekunden das Intro. Steuerpunkt setze ich mal daher. Okay, jetzt federt er irgendwie so. Was linear, vielleicht bringt das was. Okay, mal testen. Knapp an den einen Block hier vorbei. Ah, der Schluss, der ist auch ein bisschen komisch. Genau, endlos machen wir hier, genau. Bleibt die Kamera hier stehen. Zack. Mal testen. Ja, kann man so machen. hier mal ein bisschen anders da. Nehmen wir ein bisschen weniger Grad, so 5. Und hier mal was genau entgegengesetzt. Hier mal plus 5 Grad. Dann haben wir quasi hier so eine kleine Rolle drin. Okay, ich muss vielleicht doch noch ein bisschen weiter nach links. Kamera vielleicht so in die Richtung schwenken. Rauszoomen, genau. Perfekt. Schaut echt gut aus. Das deformierte Schild sieht man auch irgendwo, oder? Ah, da unten, ne?
Oder ich mache es hier auf dem Berg nochmal hin, denn die Kamera fährt hier direkt vorbei. Aha, das wäre die Idee. Geht mal speichern, speichern, speichern. Okay, raus. Gehen wir wieder in Editor rein. Und zwar ist es hier diese Position. Direkt am Boden ist ja langweilig. Ja, das ist viel zu groß. Dann nehmen wir eher die kleine Variante. Haben wir so. URL habe ich noch kopiert. Okay, mal schauen, was bringt. Ah, das ist viel zu hell, das Schild. Für die Tageszeit zumindest. Okay, gehen wir wieder rein. Podium war es, genau. Gehen wir auf Play. Und jetzt. Oh, fährt die Kamera. Boah, das ist viel zu hell, das Schild. Oder wird das ein bisschen dunkler, wenn die Schatten berechnet sind? Ja, weiß auf weiß, okay, das ist jetzt. Machen wir es wieder weg. Muss nicht sein. Die Leute wissen ja, vor wem die Map ist. Und hier passt, okay. So, jetzt gehen wir ein bisschen in die Effektabteilung. FX-Farben und schmutzige Linse mag ich immer gern. Schmutzige Linse, ups, bleibst du da? Genau. Na, mag nicht. Jetzt. Genau, hier den Kontrast ein bisschen raufschrauben, schaut immer gut aus. Ein kleines bisschen ist eh schon dunkel genug. Genau, hier haben wir schmutzige Linse. Aber der Effekt kommt so minimal rüber. Aber das reicht schon. Ja, vielleicht hier ein bisschen weniger. Genau, passt. Dann hier am Podium vielleicht nochmal einen leichten Überblendeffekt einfügen. Quasi von dunkel. Nehmen wir so eine Art Grau auf hell. Ja, das passt sehr gut. Cool. Dann würde ich sagen, dann war es das für diese Folge. Danke fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge werde ich mich darum kümmern, wegen Intro und ja, die restlichen Kleinigkeiten, was halt alles zu tun gibt. Ja. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Map Building and Trackmania 2 Canyon. Macht es gut, bis dann. Ciao.